relativ kompakt bauen. Zwei Mark Eintritt sollte in Ordnung sein, würde ich mal behaupten. Und das nehmen wir eigentlich wie immer dann. Big Wheel. Und wir haben immer noch Plus gemacht jetzt hier bisher. Kein Minus. Ist schon mal sehr gut. Dann bauen wir gleich das Twister hinterher. Irgendwie dort in die Ecke rein, würde ich denken. Das sollte passen so. Bergwerks Twist. Naja, wieder mal sehr kreative Namen bei mir heute, aber wenn ihr gute Namen für Attraktionen habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein. 3 Mark Eintritt hier sollte vielleicht auch in Ordnung sein. Meine Umdrehungen. Oder was sagen die hier bei Big Wheel? Zu teuer? So viel bezahlen sie nicht. Okay, da gehe ich direkt mit dem Preis runter. 1 Mark. Das sollte dann in Ordnung sein. Und hier wenden wir mal einen kleinen Trick an. Wir bauen einfach die Warteschleife unterirdisch. So, da muss erst irgendwas erhöht werden. Nee, das denke ich nicht. Und dann lassen wir die einfach. Hier rauskommen. Nee. Ist die jetzt da draußen? Achso, das habe ich wieder kaputt gemacht. Das ist natürlich jetzt. Nee, das will ich nicht. Jetzt müssen wir das erstmal wieder reparieren. Ich wollte die eigentlich auf der Höhe hier rausbringen. Ach, geht mal wieder in die Untergrundansicht. Das nicht. Ins runter vielleicht. Ach so, ich muss wahrscheinlich doch erstmal dann. So geht das. So wollte ich das machen. So dran und eröffnen. Genau. So kann man das Platzproblem auch lösen. Eine Attraktion verfügbarer Geisterzug. Ich glaube, den werden wir diesmal nicht bauen und dann dafür bauen wir jetzt erstmal eine Schiffsschaukel. Könnte man eigentlich hier so dazwischen quetschen. Passt das allerdings mit der Warteschlange nicht so. Und ein bisschen Warteschlange sollte ja schon sein. Wie ich doch meine. Wir machen immer noch schönen Gewinn hier. Letzten Monat plus 8,50, aber das ist ja immerhin was. 8,50 €. Puh, naja, gute Frage. Hm.
wäre es denn mit hier so daneben? Eingang. Ausgang. Das ist auch bei der Schiffsschaukel relativ blöd, dass die hier immer nur so kurzen Abstand haben können, die Ein- und Ausgänge. Gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Weil wir haben uns jetzt effektiv den Platz, oder? Vielleicht doch nicht. Mach das erstmal auf. Die Bude, dass die Leute ankommen. So, genau. Naja, okay. Haben jetzt erstmal die Sachen gebaut, die wir bauen können. Ich hätte aber gern noch... Hier hinten war doch irgendwie auch noch eine Warteschlange, oder? Sehe ich da was falsch? Naja, so ein bisschen. Ich hätte gerne eine Verbindung dann hier rüber irgendwie. Gucken, wie kann man denn das machen? Am liebsten unterirdisch aus Platzgründen. Hier unten rein. Vielleicht. Da muss ich mal überlegen. Doch, Moment, ich glaube, ich habe eine Idee gerade gefunden. Das wird so ein bisschen russisch aussehen, aber so könnte das funktionieren. Bauen jetzt einfach hier runter. Schleife. Jetzt muss ich aber mal wieder in die Untergrundansicht gehen. Bauen wir einfach mal hier quer. Ach, jetzt bräuchte ich mal die Höhe. Höhe auf den Wegen. 13, das ist eine 9. Das heißt, wir müssen noch ein Stück runter gehen. Tja, und so passt das jetzt. Und schon haben wir hier eine Verbindung hergestellt. Natürlich auch hier ein paar Bänke hinstellen. So. Perfekt. Und dabei auch noch ohne irgendwie wichtigen Platz überirdisch mit Wegen zu verschwenden. Als nächstes gibt es eine Achterbahn. Ist zwar toll, bringt uns aber nicht wirklich was hier in dem Park. Wir machen ein bisschen Gewinn. Das ist schon mal gut. Wir gucken mal nach den Attraktionen, ob wirklich alle was bringen. Gibt es Leute, die sagen, hier ist irgendwas zu teuer? Nee, sieht nicht danach aus. Das ist schon mal prima. So, Ertrag. Sigurator, die machen viel. Bergwerkstwist, bisschen im Minus. Warum eigentlich? Will keiner mitfahren? Wir wollen was Aufregenderes erleben als den Bergwerkstwist. Obwohl ich eigentlich immer der Meinung war, dass das relativ gut ankommt. Einmal Fressbuden hier unten, das ist mir eigentlich im Moment auch noch zu wenig. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Auf jeden Fall. Und dann, aber ja, die Besucherzahlen gehen halt erstmal nach oben.
Das ist schon mal nicht verkehrt. Wir könnten eigentlich mal eine Werbekampagne raushauen, schon mal zu Beginn. Dass die Leute wissen, was Sache ist. Das kostet zwar erstmal wieder einen Heidenschotter. So, Freifahrt auf Bergwerkstwist. Und hier machen wir Werbung für Zygurato. Aber wir haben ja auch in den letzten Folgen gesehen, in anderen Folgen gesehen, dass dort, solche Werbekampagnen direkt was bringen, wenn dann ein Haufen Leute reinkommen. Und jetzt seht ihr schon, wie hier plötzlich eine Menge an Leuten angeschissen kommt. Vielleicht sollte man einfach nochmal den Preis erhöhen für maximalen Effekt. Lass mal den erstmal rein, dass wir glatt hinten die Stelle haben. 80 Mark haben die alle mit. Wenn wir auf 40 erhöhen. Nicht, dass die Leute sagen, das wäre zu teuer. Kommen schon die ersten mit diesen Gutscheinen vielleicht an. Gratis Hamburger-Eintrittskarte, naja. Cool, die zahlen tatsächlich 40 Mark Eintritt. Stahlachterbahn-rasende Maus. Naja, das ist schon mal gut für uns, wenn die so viel Eintritt bezahlen. Da können wir direkt hier ein bisschen Plus machen. Immerhin haben wir hier schon ganz schön Gewinn gemacht. Landschaftsgestaltung kostet natürlich auch Geld. Aber ich bin gespannt, wie sich das hier ausgehen wird. Tja, das Minus verringert sich, also. Hier kommt plötzlich ein Haufen Leute an, die allesamt 40 Mark bezahlen, Eintritt. Und wenn ich mir so die Massen angucke, die hier plötzlich ankommen. Ich mache mal die Landschaft unsichtbar. Guckt euch das an, was hier für Leute ankommen. Hier, eine ganze Gruppe. Freie Fahrt auf Karte, freier auch halber Eintrittspreis. Nee, du kommst nicht rein. Entweder du hast einen vollen Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Aber wir haben jetzt schon ganz schön. Ja, das sieht gut aus. Mal gucken, ob wir die 2000 jetzt hier wieder rausholen. Die 2300 Mark. Weil wir dann nämlich auch direkt Schulden abbezahlen können. Und je eher die weg sind, umso besser. Und dann werden wir bestimmt als nächstes eine Baumstammrutsche bauen, um die Leute mal noch mehr anzuziehen. So eine komische Geisterbahn. Glaube ich nicht, dass wir das bauen werden. Das kam ja schon hier bei Arid Heights nicht so gut an, sowas zu errichten. Na, das läuft doch ja wie ein Länderspiel. Oh, da liegt Kotze rum. Das ist nicht in Ordnung. Kann das mal jemand wegräumen? Das ist nicht schön, wenn das Gelumpe hier überall rumliegt. Dagegen kann man auch was machen, wenn man will. Mach einfach mal hier so einen Bereich, wo ein Mensch ist, der hier sich um die Kotze kümmert, hier genauso. Nur für die Attraktionen sozusagen vorgesehen ist. Haben die ungefähr gleichen Weg? Ja, na komm, du machst hier noch den Weg mit. Na gut, das können die sicher ruhig überschneiden. So. Ach nee, komm, wir machen einen, der wieder nur Rasen mäht. Irgendwo eine Stelle.
Hier lohnt sich's doch. Hier setzt man den mal ab. Und hier kann er dann seinem Hobby den Rasen mähen. Und wir haben das Geld schon wieder rein von der Werbekampagne.